Das Jagd-der Leben-Team ist heute mal am Stand von X-Jagd. Neben mir ist Frau Andrea Stiller. Hallo Frau Stiller. Hallo, grüß Sie. Was haben Sie mir heute mitgebracht? Ich habe heute eine ganz lang ersehnte Neuheit mitgebracht, und zwar die X-Jagd Kodiak 2. Die Kodiak 2 ist eine ganz federleichte Allrounder-Hose fürs Revier. Die Besonderheit ist, dass sie wirklich extrem abriebfest ist und trotz des leichten Materials wirklich, wirklich was aushält. Sie ist locker leicht geschnitten, also so für den wirklich täglichen Einsatz im Revier geeignet, aber auch für wirklich extreme Situationen. Vom Tragekomfort her ist sie super angenehm, sie ist sehr elastisch und vor allem hat auch eine leicht wasserabweisende Eigenschaft, was nie schaden kann bei der Jagd. Das ist sehr gut. Und wie schaut es mit dem Geräuschpegel aus? Sie hören es ja, oder Sie hören eher nichts. Wir hören eher nichts, ja. Also es ist wirklich leise. Und als Jäger habe ich ja oft auch irgendwie was dabei, Munition, wie auch immer. Wie schaut es mit Taschen aus? Die Hose ist mit allerlei Taschen ausgerüstet, also angefangen von Hinterhosentaschen mit Zip, beiden Seiten natürlich, Sidebags. Also besonders die Sidebags sind sehr praktisch, weil sie auch mit Munitionsschlaufen ausgerüstet sind, sodass man die Schüsse einzeln in der Tasche platzieren kann. Das verhindert Klimpern und ich habe einen sehr leichten Zugang. Handytasche ist auch drinnen, alles mit Zip abgeschlossen. Alles, was man braucht. So, es ist ja eine Hose für die Sommerjagd. Das heißt, wenn es auch sehr heiß ist, habe ich die Möglichkeit, dass ich sie kürzen kann? Ja, es ist hier auf beiden Seiten ein Zip zum Abnehmen der Hosenbeine. So kann ich es ganz schnell, blitzschnell fast, von lang auf kurze Hose bzw. auf Knielänge kürzen. Praktisch im Sommer. Was auch ein ganz feines, aber wirklich angenehmes Detail ist, der Zip ist innen in der Hose gepaddet. Das bedeutet, der Zip ist nochmal unterlegt. So kann es nicht kratzen am Oberschenkel. Ah, sehr schön. Ich sehe schon, wir haben eine sehr praktische Hose für die Sommerjagd. Ich sehe, die Kodiak 2 gibt es nicht nur im schlichten Grün. Ganz genau, also die Kodiak 2 gibt es in dem Dunkelgrün, wie wir sie gerade gesehen haben, aber auch in unseren Demorphing Designs, hier zum Beispiel in Mountain, speziell für die Gebirgsjagd, oder Woodland für die europäischen Mittelwälder. Und die ist für Jäger geschaffen, die auf der Pirsch ganz besondere Herausforderungen mit der Tarnung haben. So, und hier mein persönliches IWA-Highlight, der Schuhschöpfel 1. Den hatte ich nämlich beim aufgespürt Fotoshooting den ganzen Tag lang an und habe mich anschließend in diese wunderschönen Schuhe verliebt und gekauft. Und auch selbst getestet. Ich hatte sie Anfang Januar bei minus 15 Grad an und stets warme Füße. So soll es sein. Also die Jagdhundschuhe werden wie alle anderen Jagdhundprodukte und auch die X-Jagd-Produkte nur in der EU hergestellt. Das heißt, ich habe da wirklich ein Qualitätsprodukt in der Hand. Spürt man Gott sei Dank, was uns sehr freut, auch am Fuß. Die Schuhe sind gefertigt aus hochwertigstem Nubuck-Rindsleder in der höchsten Güteklasse. Das bedeutet, wir nehmen für diese Schuhe wirklich nur das Beste vom Rindsleder, was zu bekommen ist. Die Sohle ist Vibram. Vibram ist, glaube ich, allen bekannt. Das ist einfach eine extrem hochwertige Gummisohle. Eine Entwicklung von Goodyear und Pirelli zeugt für Qualität im Sohlenmarkt. Auch innen ist es, was für besonderen Tragekomfort sorgt, mit Anilinleder gefüttert. Anilinleder ist ein extrem weiches Leder, das sich vor allem, wenn es ein bisschen wärmer wird, durchs Tragen angenehm aufbläht und somit ganz kompakt den Knöchel umschließt. Das sorgt einerseits für ein sehr angenehmes Tragegefühl und andererseits auch noch dazu, dass man wirklich kompakt fest im Schuh steht. Ja, die Jagdhundschuhe gibt es, wie man hier sieht, von Knöchel hoch bis zum Hochgebirgsschuh, also mit Steigeisenhalterung etc. Da ist in Wahrheit vom Flachland bis ins Hochgebirge für jeden Jäger was dabei. Und auch für Nichtjäger. Jetzt verabschieden wir uns von meinem Lieblingsschuh und von X-Jagd auf der IWA.